Also, wenn ihr freundlicherweise die Masken aufsetzen wolltet. Hast du Probleme, Anneliese? Nein. Alles klar. Dann darf ich unseren Ehrengast bitten. Sie sprechen kein Wort, schütteln nur mit dem Kopf oder nicken. Unser Ehrengast ist männlich und es geht weiter, glaube ich, bei der Anneliese. Ein offensichtlich weit bekannter und beliebter Ehrengast, dem Applaus nachzuschließen. Und da würde ich annehmen, Sie sind ein Künstler, weil die immer so beliebt sind. Ja. Ein deutscher Künstler? Ja. Ein Schauspieler? Nein. Sind Sie ein produzierender Künstler? Nein. Reproduzieren Sie also und haben Sie mit... Moment, das war das zweite Nein, glaube ich, gell? Nein, ja, das war das zweite Nein. Meine Buchhaltung ist nicht in Ordnung. So. Reproduzieren Sie Musik? Ja. Sind Sie Instrumentalist? Nein. Ne? Oder wollen Sie ein bisschen wachleger antworten? Jein. Nein. Es bleibt aber bei der Annette. Bitte? Ich bin desorientiert. Nein, es ist ein halbes Nein, das wir nicht zählen. Ne? Also es bleibt bei der Annette. Also zu Ihrem Instrument singen Sie auch noch? Ja. Ist das im Chanson zu finden, was Sie tun? Nein. Singen Sie, wie man so schön sagt, zur Laute? Ja. Sind es Lieder, die man im weitesten Sinn als Schlager bezeichnen kann? Ich glaube, ich kann nur nicht Nein sagen. Ne? Ja. Ja. Aber zwei halbe Nein und zwei halbe Nein. Zwei halbe Ja. Ja, wie steht's? Ja, es bleibt. Rechnung? Ich habe es nicht ganz verstanden. Es bleibt beim, ja, es ist so Jein, ne? Es bleibt aber beim Hans. Sind es Lieder für Jung und Alt, die Sie singen? Ja. Fürs Gemüt? Ja. Dann kann ich nicht mehr weiter. Oh, Gemüt hat er keins, da passt er. Ja, viel weiter komme ich auch nicht. Ein deutscher Sänger, der zur Laute singt mit und Gemüt, der Jung und Alt Freude macht. Wenn Sie singen und sich selbst mit der Laute begleiten, haben Sie dann zur Verstärkung auch noch eine Musikgruppe dabei? Nein. Singen Sie Ihre Lieder zum Teil auch Französisch? Nein. Der war schon da. Ja. Sind Sie süddeutsch? Nein, würde ich eigentlich nicht sagen. Singen Sie volkstümlich? Ja. Könnte es sein, dass Sie auch in meiner Heimatstadt Nürnberg schon gesungen haben? Ja. Könnte es sein, dass Sie dort ein auf dem Christkindlesmarkt gesungen haben? Ja. Ein Weihnachtslied? Ja. Dann müssten Sie Heino sein. Das ist er. Das ist insofern ein historisches Ereignis, als das, glaube ich, das erste Mal ist, dass unser Oberstaatsanwalt
einen Ehrengast aus dem Schaugeschäft verraten hat, da passt er nämlich Prima. Eigentlich. Und dieses muss doch einen tiefen Eindruck auf ihn gemacht haben. Nun, die ganze Geschichte damals mit Ihrem Singen in Nürnberg hat einen großen Eindruck auf mich gemacht. Vielen Dank. Bitte. Ja, er hat ja... Die Vorgeschichte, Nachgeschichte und so weiter. Gab es da auch noch Geschichten drumherum? Ja. Nun hat er sich ja über Geschichten nicht zu beklagen. Es gibt ja immer wieder Leute, die an ihm herumnagen, an ihnen herumnagen. Warum eigentlich? Was passt denen nicht an dem Repertoire? Wenn man in der Öffentlichkeit steht, kann man Schlager singen, Volkslieder oder Seemannslieder. Genagt wird immer. Und ich finde, das, was ich singe, das sind schöne deutsche Volkslieder, wo ich dran glaube, weil es schöne Melodien sind und ich lasse mich durch Kritik nicht davon abbringen, ein anderes Repertoire zu singen. Ja, dieses wäre auch falsch, man muss das singen, was einem halt passt. Genau. Liebe Herren, dieses war eine kleine akustische Volksabstimmung. Es gibt aber eine andere, die also mit mehr wissenschaftlichen Methoden gemacht hat. Und die hat auch eine Heilung-Mehrheit von etwa 51% ergeben. Ja. Und das ist doch eigentlich ein recht befriedigendes Das ist Ergebnis. Erfreulich. Nun sind Sie ja, haben einen ziemlich langen Weg gebraucht. Zunächst mal, ich will nicht in die ganze Biografie gehen, aber ich finde doch eigentlich nett, dass Sie ordentlich und tüchtig die Bäckerei erlernt haben. Sind Sie heute noch kritisch, wenn Sie Brot und Brötchen essen? Nee, das nicht. Aber ich war sehr gerne Bäcker. Und ich habe ja in der Bäckerei habe ich ja ein Trio gegründet mit drei anderen Kollegen, die auch in der Bäckerei tätig waren. Und dann habe ich mit 17 Jahren ein Terzett gegründet. Und ich lernte dann 1967 Ralf Bendix kennen, mein jetziger Produzent noch. Und er hat mich quasi mit zur Schallplattenfirma genommen und hat das Repertoire, was ich damals schon gesungen habe, mit mir jetzt wieder produziert. Und dieses ist ja, hat inzwischen zu wie viel goldenen Schallplatten geführt? Ich habe insgesamt 2 goldene Langspielplatten. Zweimal habe ich jetzt die Goldene Europa bekommen und dann habe ich von unserer Schallplattenfirma den Goldenen Hund. Das sehen Sie, da würde ich mich ruhig von Nicht-Goldenen anbellen lassen. Wenn man den Golden hat, kann man sich dieses leisten. Ich sehe hier also voller Vergnügen eine neue Starparade, an der Sie mitgewirkt haben. Dieses ist zugunsten des Winterhilfswerks der Vereinten Nationen, UNICEF. Das ist eine dieser Platten, die Sie für 12,50 Mark, sind ein bisschen teurer geworden, nicht 12,50 Mark kaufen können. Und davon gehen 2,50 Mark an das Kinderhilfswerk. Mhm. Und dieses speziell an die Kinder in Vietnam. Ja. Ne? Und Sie sind auch in guter Gesellschaft drauf mit Esther Ofarim, Marianne Ment, Adamo, Christian Anders und so. Ich kann sie nicht alle nennen, Gilbert Becourt, Michael Schanze auch dabei. Dann sehe ich mit Vergnügen, dass Sie Ihre Gitarre mitgebracht haben. Eigentlich hatten wir ja vorbereitet für Sie ein Lied aus der neuen Platte Tampico. Tempico, ja, ich hoffe, dass ich das gleich noch singen werde. Ja, und diese Laute? Ja, die ist mir zugelegt worden. Da soll ich ein Lied singen, was Sie sich, glaube ich, gewünscht hatten, was ich sehr wahrscheinlich auch in meiner Fernsehshow am 11. Oktober singen werde. Da will ich eine ganze Skala meines ganzen Repertoires singen, vom Volkslied angefangen bis zu Ave Maria. Ja, ich hatte mir einfach gewünscht, nochmal ein richtiges, schönes, nettes Volkslied. Dann würde ich sagen, am Brunnen vor dem Tor. Ja, genau das ist. Am Brunnen vor dem Tore, da steht ein Lindenbaum. Ich träumt in seinem Schatten so manchen süßen Traum. Ich nitt in seine Rinde so manches liebe Wort. Es zog in Freud und Leide zu ihm mich immer fort, zu ihm mich immer fort. Vielen Dank. Okay.
Ich finde, ein echtes Geschenk, da sitzt er, holt sich die Laute und singt das sehr einfach. Und ganz so einfach ist es nicht, ja, weil Platten ja besondere Ansprüche stellen. Aber jetzt freuen wir uns also auf ein Tempico. Lied aus der neuen Platte Tempico. Ich war ein Tramp unter vielen Vagabunden. Wir waren zu Haus in Steppe und Prärie. Wir waren verraten, zerlumpt und zerschunden. Doch der Tequila, der fehlte uns nie. Am Lagerfeuer, da spielten Trompeten. Wir waren frei, die Welt war groß und schön. Wir hatten nie viele Dollar und Peseten. Doch dafür haben wir so manches gesehen. Die Welt ist schön, es gibt so viel zu sehen. Die Caballeros tragen Sombreros in Tempico. Die Señoritas, die tragen nie was in Tempico. Drum komm ich wieder, ja immer wieder, nach Tempico. Nicht schien die Sonne so heiß wie die Tempico, viva, viva Mexico. Nicht schien die Sonne so heiß wie die Tempico, tem, tem, Tempico, go. Mississippi, da gab es Piraten, bei denen machten wir drei Tage Rast. Wir zahlten Whisky mit blanken Dukaten, wir waren bei Bettler und König zu Gast. Wir waren frei, denn wir waren Vagabunden, nur wer die Sehnsucht kennt, kann uns verstehen. Wir haben nie eine Heimat gefunden, doch dafür haben die Welt wir gesehen. Die Welt ist schön, es gibt so viel zu sehen. Die Caballeros tragen Sombreros in Tempico. Die Señoritas, die tragen nie was in Tempico. Drum komm ich wieder, ja, immer wieder nach Tempico. Nicht schien die Sonne so heiß wie Tempico, viva, viva Mexiko. Nicht schien die Sonne so heiß wie Tempico, tem, tem, Tempico, go. Die Caballeros tragen Sombreros in Tempico. Die Señoritas, die tragen nie was in Tempico. Drum komm ich wieder, ja immer wieder. Ja, das wäre es. Dieses war eigentlich, dass er sein Hundchenloch grüßt. Manchmal werden wir gefragt, was denn der Ehrengast hier kriegt. Dieses war also für Heinos Hund.